habe einfach Spaß mit Kindern. Ich finde es toll zu sehen, wie sie sich entwickeln, wie schnell sie lernen oder denen bei Problemen zu helfen, wenn sie mal irgendwas nicht hinkriegen. Leute zu motivieren, Leute zu animieren, also das ist das, was ich eigentlich den Leuten vermitteln möchte. Spaß an der Bewegung haben. Besonders Spaß macht es mir, wenn die Kinder etwas lernen und dann lächeln. Das Gefühl, dass sie was schaffen, und es motiviert mich dann auch, denen immer mehr zum beizubringen. Den Nachwuchs ein bisschen fördern, damit wir also in Niedersachsen zukünftig auch mehr Kaderplätze bekommen. Zum Beispiel Menschen, die sind alleine, zu Hause alleine, im Sport alleine. Und wenn eine Gruppe ist, wo die alle zusammen sind und ist eine Familie, dann hilft man auch gegenseitig. Sag ich mal, die Liebe zu dem Sport hat oder zu dem, was man tut, kann man sich auch vorstellen, etwas weiterzugeben. Vorzüge, die ich nennen würde vom Ehrenamt, das wäre wahrscheinlich einfach mit den Leuten was zu machen. Man unterschätzt das sehr schnell, wie das einen doch beeinflusst, einfach auch im täglichen Leben. Man bekommt halt sehr schnell gute Laune, das färbt halt ab. Ja, wenn ich sehe, dass die Kinder Spaß haben, dann freut mich das natürlich und deswegen komme ich auch gerne. Seit 20 Jahren sind die jeden Dienstag hier. Das ist der Erfolg. Dreimal die Woche mit den Kindern zu arbeiten, ehrenamtlich, und dann vielleicht sogar 3 Stunden täglich, das ist schon eine tolle Leistung, ohne die es eigentlich nicht geht.